Herr Dr. Nofka, herzlichen Dank, dass Sie uns hier empfangen in Ihrer wunderschönen Altbauwohnung mitten in Berlin. Sie sind der Michael, den wir aus der letzten Folge von Tilda Junge von nebenan kennen und aus der Serie Alles dreht sich um Michael. Mhm. Das Ganze ist 40 Jahre her. Erinnern Sie sich noch gut an die Serie? In großen Bereichen schon, ja, durchaus. Durchaus, weil es war ja eine relativ langwierige Arbeit. Das ging ja über eine längere Distanz von einigen Monaten. Und selbstverständlich war das auch für mich damals schon ein großer Schritt und eine große Rolle. Ne? Sie haben ja, wie gesagt, die erste Rolle in diesem Alfred Greven-Paket, wenn wir es mal so nennen wollen, gespielt in der letzten Folge von Till. Richtig. Ich will euch einen neuen vorstellen. Das ist Silvester. Er hat bis jetzt in einer anderen Stadt gewohnt und bis die Stunde anfängt, könnt ihr euch schon mal ein bisschen miteinander bekannt machen. Hm? Also, bis nachher. Wie heißt du? Silvester Hartweiler. Prost, Neuer! Stand zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon fest, dass Sie auch in der Nachfolgeserie spielen wollen? Naja, man munkelte, nicht? Und man sagte, da ist was im Gebüsch und möglicherweise und vielleicht arrangiert sich das. Und dann wurde das dann irgendwann ziemlich gegen Ende dieser Produktion konkret, dass man also dann die Serie Alles dreht sich um Michael drehen wird. Die erste Serie, Till, war ja ein bombastischer Erfolg. Mhm. Es waren teilweise bis zu 23 Millionen Zuschauer, für heutige Verhältnisse fast unvorstellbar. Unglaublich. Es hat auch damals eben nicht nur die reiche Kinderschar der geburtenstarken Jahrgänge vor den Fernsehern gesessen, sondern häufig haben auch die Eltern die Folgen mitverfolgt. Also im wahrsten Sinne des Wortes Familienfernsehen. Ja. War zu dem Zeitpunkt für Sie auch klar, dass dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Nachfolgeserie eine ähnliche Popularität erreichen würde? Naja, ich glaube, so Ratings waren damals noch nicht so das große Thema bei den Rundfunkanstalten. Wir hatten ja nur zwei Sender im Prinzip, das erste und das ZDF. Aber es war natürlich klar, dass so eine Sendung eine riesen Aufmerksamkeit erregen wird. Das war schon ganz klar, nicht? Wobei ich sagen muss, Ratings und solche Dinge haben ja erst in den folgenden Jahren, eigentlich erst in unserer Zeit, so eine große Bedeutung erlangt. Aber Sie werden sicherlich in der Schule, in der Nachbarschaft darauf angesprochen worden sein. Ja, absolut, natürlich, klar. Also ich machte ja auch zu diesem Zeitpunkt schon andere Filme und synchronisierte und spielte Theater. Und also ich war bereits im Business drin. Sie waren schon ein Medienstar. Naja, nicht unbedingt ein Medienstar, aber ich war in vielen Rollen und ich war öfter zu sehen. Und ich hatte also bereits, als ich die Serie übernahm, schon eine gewisse Berufspraxis. Wie alt waren Sie da zu dem Zeitpunkt? Da war ich 16. Was hat Ihnen besonders Spaß gemacht an dieser Serie? Naja, das war insofern ganz lustig, weil es verschiedene Drehorte waren. Und da es in Berlin gedreht wurde, kannte man auch so mehr oder weniger die ganzen Drehorte. Und das war irgendwie ganz schön, wie das so zusammengefügt wurde. Und ich denke mal auch so die Situation mit der Schleuse, die ja eine sehr wichtige Rolle in der Serie spielte, das brachte eine ganze Menge Lokalkolorit und darum ranken sich ja auch dann die einzelnen Storys. Ne? Sie haben ja mit vielen Kindern auch zusammengespielt, aber auch mit erwachsenen Schauspielern, die natürlich dann schon in der Regel viele Jahre Berufserfahrung hatten. Gab es da Konflikte, dass zum Beispiel die älteren Schauspieler ein bisschen neidisch auf die Jungdarsteller waren, die eigentlich im Mittelpunkt standen? Nee, eigentlich nicht. Also ich denke mal, dass das war auch mehr oder weniger eine sehr kollegiale Zusammenarbeit. Und die Eltern, die können einem natürlich auch gute Tipps geben. Und die sagen, komm, mach das mal so und spiel mal so zur Kamera und dreh dich mal in die andere Richtung und guck mal darüber. Und also da bekam man auch so eine ganze Menge guter Tipps, die man auch über die Jahre noch verfeinern konnte. Nicht? Also es war überhaupt nicht, dass da gesagt wird, also der hat jetzt die Hauptrolle und das ist die große Nummer, sondern nee, das war eigentlich, wenn man so dreht, dann ist das ein Team und die arbeiten zusammen. Also da gab es sowas eigentlich nicht, nein. Glauben Sie, dass da was zu machen ist? Den kriegen wir wieder hin. So, und die Planke, die wechseln wir aus. Hä? Wenn wir das Ganze geteert, dann sollst du mal sehen, wie der wieder schwimmt. Ist das Ihr Boot? Ja, das ist meine Fregatte. Wo kommst du eigentlich her? Von der Schleuse. So, da habe ich dich aber noch nie gesehen. Da bin ja auch erst seit gestern dort. Ach, du bist das. Ja, da weiß ich Bescheid. Die
Die Serien, die waren ja eigentlich alle auf 13 Folgen angelegt. Mhm. Das hing zusammen mit der, mit dem Stadtplanung, dass man sagte, ein Jahr hat so und so viele Wochen und da kriegen wir genau in ein Vierteljahr eben diese 13 Folgen hinein. Von Michael gibt es aber nur 8 Folgen. Womit hängt das zusammen? Entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise war das eine Staffel und damit war dann auch die Serie beendet. Also das weiß ich nicht, wie das damals lief. Also gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Gedanken darüber, vielleicht noch eine zweite Staffel mit diesem Thema und der Besetzung zu produzieren? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube auch so nach Ende der Drehzeit gingen die Leute ziemlich weit auseinander und ich glaube, also es gab nie Intentionen, überhaupt eine zweite Staffel davon zu drehen. Mhm. Wie ist Ihr weiterer Werdegang gewesen? Sie sind ja, wie wir heute wissen, dem Medium treu geblieben. Absolut. Aber vielleicht schildern Sie mal ganz kurz, wie es dann weiterging nach Michael. Ich habe während meiner Schulzeit, also bis kurz vor dem Abitur, eine ganze Menge Filme gedreht, auch internationale Filme. Also Steiner, das Eiserne Kreuz kam dann nach meinem Abitur, in dem ich eine große Rolle gespielt habe. Ich habe aber bis zum Abitur in vielen Fernsehproduktionen mitgespielt, Hörfunk gemacht, synchronisiert, teilweise auch Theater gespielt hier in Berlin und oder Theatertourneen auch gemacht. Und als ich dann so Richtung Abitur ging, hörte das natürlich auf, weil einfach die Schule auch einen Vorrang hatte. Und dann habe ich das Abitur gemacht. Und dann ist das ja so eine Phase im Leben, wo man nicht so genau weiß, was passiert jetzt. Und meine Eltern hoben den Zeigefinger immer hoch und sagten, also du musst was Anständiges lernen. Und in meiner Familie ist es also auch historisch. Ich habe ja eine sehr berühmte Tante gehabt, Grete Weiser. Und die eine Hälfte der Familie waren immer Künstler. Also da waren Maler und Schauspieler und sowas. Und dann die andere Hälfte der Familie, das waren ja ganz ordentliche Kaufleute. Also kam ich dann dem mahnenden Finger meines Vaters vor mir sehend dahin, dass ich dann Betriebswirtschaftslehre studiert habe. Habe dann anschließend promoviert über die Filmwirtschaft, eine Doktorarbeit geschrieben über die wirtschaftliche Phänomenologie des Spielfilms als Ware. Auf diesem Sektor gab es so gut wie überhaupt gar keine Literatur, also da musste ich doch sehr intensiv in die tiefe Trickkiste greifen, um mir Material zu beschaffen. Ich war auch in Amerika dann eine ganze Weile. Und als ich dann meinen Abschluss hatte, ich habe natürlich während des Studiums sehr viel synchronisiert, habe noch einige Fernsehrollen übernommen, auch noch 2, 3 Filmrollen. Dann merkte ich aber, ich muss mich irgendwie spezialisieren. Also so geradeaus geht das nicht. Und ich habe mich spezialisiert auf die Synchronisation, weil mir das sehr viel Spaß gemacht hat. Und fing dann an, im Alter von 23 Jahren Dialogbücher zu schreiben für amerikanische Filme. Zwischenfrage, Dialogbücher schreiben heißt, Sie haben die übersetzt und ja, dann auch bearbeitet. Also die lippensynchrone deutsche Bearbeitung zu machen. Was ja eine durchaus schwierige Sache ist. Ja, aber ich hatte ja bereits auch da auf diesem Sektor schon über 10 oder 15 Jahre Berufserfahrung. Mhm. Das heißt, ich wusste also so etwa, wie läuft das in der Synchronisation. Und ich machte mir natürlich Gedanken darüber, wer schreibt die Bücher, teilweise mit sehr schwierig zu sprechenden Texten. Mhm. Und dachte mir, also irgendwie als Autor müsste man das doch mal irgendwie vernünftig anfangen und lernte dann das auch bei anderen Autoren, schaute denen über die Schulter, weil einen Werdegang gibt es ja in diesem Bereich auch nicht. Oder eine Schule, die sich irgendwie darauf vorbereitet. Und habe dann, also auch schon im Alter von 23, 24, Regie geführt. Das war ganz interessant, weil da sitzt jetzt also so ein junger Bengel und dann kommen die alten großen Stars, also John Wayne und solche Kaliber, die deutschen Stimmen davon, und die kriegen dann von einem Jüngeren die Anweisung. Das ist eine ganz schwierige und eine ganz interessante Erfahrung. Aber ich habe mich in der Synchronbranche ganz gut gesettelt. Und mache seitdem, also jetzt schon über 30 Jahre, deutsche Dialogbücher und deutsche Synchronregie. Können Sie uns mal ein paar aktuelle Produktionen nennen? Zurzeit mache ich gerade einen Film, der heißt Trans-Siberian.
Das ist eine Produktion mit Ben Kingsley, spielt in Russland in der Transsibirischen Eisenbahn. Dann habe ich in der letzten Woche einen Film gemacht, der heißt Badlands, über einen Irakheimkehrer in den USA. Dann habe ich natürlich sehr viele Filme mit Eddie Murphy gemacht. Dann habe ich sehr viele Filme gemacht, also zum Beispiel Schreck, ja. Ice Age. Das, so, das kommt so aus meiner Feder. Ich mache aber auch auf der anderen Seite völlig entgegengesetzte Produkte. Also ich mache zum Beispiel Jamie Oliver, die gesamten Kochsendungen, die Jamie Oliver macht. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Ja, weil jeder Film ist anders. Ja. Sind Sie auch derjenige, der dann mit aussucht, welche Sprecher Absolut. Die Synchronisation Absolut. Machen? Also ja. Sie müssen im Grunde auch ein Gefühl dafür entwickeln, welche Stimme passt zu welchem. Richtig, also das Casting geht im Prinzip über meinen Tisch und wird dann in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber abgestimmt. Und irgendwann versammeln wir uns dann im Studio und dann werden die einzelnen Stimmen für die einzelnen Rollen aufgenommen. Wenn der private Dr. Michael Nowka ins Kino geht und sich dann einen Film anschaut, und sofort hört, welche Stimme hinter dem Schauspieler steckt. Macht das Kinoschauen dann noch Spaß oder ist es desillusionierend? Ja, das ist ja teilweise etwas beschwerlich. Aber ich glaube, irgendwann kann man sich auch zurücklehnen und sagen, ja, das ist eine tolle Synchronisation. Sie wissen ja, eine Synchronisation ist ja immer dann toll, wenn sie nicht sonderlich auffällt. Woran liegt es, dass wir im Fernsehen, aber auch im Kino manche Stimmen sehr, sehr häufig hören, dass also deutsche Sprecher, sehr gute deutsche Sprecher, mehrere Hollywood-Stars synchronisieren? Naja, das liegt daran, dass wir eigentlich ein relativ begrenztes Sprecherpotenzial haben. Also es gibt tatsächlich nicht genug Sprecher, beziehungsweise es gibt nicht genug Schauspieler, die über die Jahre heranwachsen und sich dann auf eine Rolle nur spezialisieren, sondern sie müssen einfach, weil der Markt das nachfragt, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es wäre auch, ich sage mal, von der Seite der Sprecher her unökonomisch, weil er verdient nicht so viel, dass er sich nur auf einen Sprecher konzentrieren kann. Der amerikanische Star macht einen Film oder zwei Filme pro Jahr. Davon könnte der deutsche Sprecher vielleicht eine Woche leben. Von der Synchronisation. Also insofern muss er mehrgleisig fahren. Also schon die Ökonomität sagt, dass er mehrere Rollen übernimmt. Ist es denn so, dass Schauspieler, die sich für diesen Synchronbereich entscheiden und das intensiv betreiben, dann auch auf der Leinwand weniger zu sehen sind? Das ist unterschiedlich. Also es gibt nur reine Synchronsprecher, die gar nicht auf der Bühne sind, die auch gar nicht in irgendwelchen Filmen mitspielen. Aber die haben schon eine Schauspielerausbildung. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Und es gibt andere, die kennen wir von der Bühne, die kennen wir aus dem Fernsehen. Die sind dann aber vielleicht nur etwas sporadischer im Synchronstudio. Also zum Beispiel Heiner Ferch, der spricht vielleicht mal ein, zwei Rollen. Oder ich nehme ja auch, wenn ich also die ganzen Animationsfilme bearbeite, dann will man ja eine besondere Aufmerksamkeit erreichen durch eine besondere Sprecherauswahl. Also Otto zum Beispiel. Mhm. Ich habe also sehr viel mit Otto zusammengearbeitet. Otto Walkes. Otto Walkes natürlich. Mhm. Und also der spielt ja nun in Ice Age eine ganz entscheidende Rolle. Eine sehr entscheidende Rolle. Und Da ist es natürlich ganz, ganz interessant, mit Leuten, die aus anderen Bereichen kommen, die auf die Synchronschiene zu heben. Und das macht auch Spaß, weil das ist ein lustiges Unternehmen und es kommen teilweise eben wirklich tolle Sachen dabei heraus. Mhm. Und wenn ich Otto am Mikrofon habe, dann sage ich, ja, ich muss jetzt mal den Otto ein bisschen dämpfen und ich muss jetzt mal die Figur wieder aus dem Film kitzeln. Also das ist so, irgendwie eine tolle Zusammenarbeit, wenn man merkt, dass man zwar die Persönlichkeit, die man haben will, dass man die aber auch auf die Figur dieser Rolle, diese Figur draufbringt. Und das macht Spaß. Woran liegt es eigentlich, dass gerade in Berlin so viele Synchronsprecher ansässig sind? Ich habe auch zum Beispiel, als ich mir den Till mal intensiver angeguckt habe, da spielt die Hanse Jochmann mit, Richtig. Die auch eine sehr bekannte Synchronstimme ist, unter anderem von Judy Foster. Mhm. Warte, Kurt, ich helfe dir. Ach, lass bloß deine zarten Fingerchen davon. Aber so ist das ja im Leben. Die Frauen zertöppern alles. Die Männer können es dann wegräumen. Da, dein Geld. Behalt's ruhig. Wieso? Ich hab doch das Glas zertöppert. Du fickst jetzt die Scherben zusammen. Wie komme ich denn zu den 30 Pfennig? Ist doch unlogisch.
Auch ein Berliner Kind, hier aufgewachsen. Hansi und ich, wir kennen uns als Kindesbein, weil sie hat Fernsehen, ja. Ich habe Fernsehen. Also wir sind alle, das ist so die Generation. Das sind ja ein paar eben, die wirklich dabei geblieben sind. Nicht? Mhm. Und also ich noch mit der kurzen Hose bis heute zum Anzug. Also so lange bin ich schon bei dieser Sache dabei. Aber wie kommt es, dass gerade in Berlin so viele an sind? Na, das ist auch, glaube ich, historisch bedingt. Das hat also was mit der Nachkriegszeit und der politischen Entwicklung damals zu tun, dass also nur in bestimmten Bereichen und nur unter Aufsicht Filme synchronisiert werden durften damals. Mhm. Und Berlin war so immer schon ein Standort durch die Filmstudios, die es hier gab. München und Hamburg waren auch gleich auf. Aber ich glaube, im Moment ist also Berlin und München die beiden stärksten Städte in Deutschland, in denen synchronisiert wird. Ich möchte noch einmal kurz auf den Michael von damals zurückkommen. Haben Sie besondere Erinnerungen an die Dreharbeiten? Gibt es irgendwelche Erlebnisse, wo Sie sagen, da ist mal was schiefgegangen oder da gab es spezielle Dinge? Da ging einiges schief. Also dann fiel mal einer ins Wasser, weil das spielt ja auch an der Schleuse da. Dann wurde der rausgeholt, dann hatte der aber seine Filmklamotten an, die waren dann natürlich erstmal für den Rest des Tages nass, die mussten dann geföhnt werden. Also es gab verschiedene Sachen, da war so eine Geschichte mit dem Taucher, dann tauchte der plötzlich nicht mehr auf, dann hatte der sich irgendwie verfangen, dann kam irgendjemand von der Feuerwehr, die da bereitstand, die holten den dann raus. Also da passierten schon ganz, ganz tolle Sachen und gerade wenn man also als Junge, dann findet man das natürlich total aufregend, nicht? Wenn da irgendwas also wirklich schief läuft, was man dann auch nicht so gleich reparieren kann. Ne? Aber es war nichts Ernsthaftes jetzt passiert? Nee, überhaupt nicht. Nee, Gott sei Dank. Also das, bei manchen Dreharbeiten gibt es ja schon manchmal Schwerverletzte. Wir haben gestern Abend ein Interview mit dem Helmut Lange gemacht, ja. Der ja unter anderem die Hauptrolle in Lederschrumpf gespielt hat, der sich damals während der Dreharbeiten sehr schwer verletzt hat und ja. Da heute noch Spätfolgen zu bekämpfen hat. Aber da ist nichts Ernsthaftes bei ihm. Gott sei Dank nicht. Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem Produzenten? Der Alfred Greven war ja, wie ich von vielen gehört habe, eigentlich der Mann hinter den Kulissen. Haben Sie ihn kennengelernt? Ich habe den sehr wohl kennengelernt und das war auch irgendwie ganz interessant. Der war so eine Art Mentor und winkte einen manchmal zur Seite und sagt, machst du gut und das war in Ordnung und da musst du mal ein bisschen dran arbeiten und so. Also der gab einem auch so kleine Tipps und das war irgendwie ganz toll. Und was ich ganz toll fand, dass er dann eines Tages sagt, ach weißt du, ich bin ja Golfer, der Mann war ja damals schon, ich glaube in den 70ern, ja. Sagt er, ich bin ja Golfer und die Golfer haben ja immer einen Caddy. Und dann nahm er mich also zum Golfplatz mit am Wochenende und dann durfte ich also seinen Caddy, seinen Golfwagen ziehen. Und dann war die Golfrunde nach, weiß ich nicht, 5-6 Stunden vorbei und dann ging man da ins Restaurant und dann bekam der Caddy seine 5 Mark damals. Ja. Und das war ganz lustig. Und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, 20 Jahre oder 30 Jahre später spiele ich auch Golf. Dann hat so eine kleine Verbindung zu Herrn Greven, der damals schon der passionierte Golfer war und so, dass auch so den Habitus des Golfers wirklich also auch zur Schau stellte. Was haben Sie für eine Erfahrung mit dem Regisseur, mit Wolfgang Teichert gemacht? Ja, der war irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, etwas schwierig. Also er konnte so gewisse Dinge nicht vermitteln. Also er konnte nicht vermitteln, wie man also spielt und wie man auftritt und wie das so läuft. Mhm. Aber der hatte eine ganz tolle Regieassistentin. Und das war Ruth Sanden. Und die gab einem so Tipps und sagte, pass mal auf, also der meint das jetzt so und so und du musst mal, und wenn du da um die Ecke kommst und dann guckst du und dann siehst du und dann kommt dein Satz und dann antwortet der. Also die gab einem auch gute Tipps und dirigierte im Prinzip das, was er sich so vorstellte, aber nicht so richtig rüberbringen konnte, dirigierte sie das so in die richtige Richtung. Also das war schon eine ganz, ganz gute Zusammenarbeit. Ich meine, man ist ja mit so einem Filmteam über Wochen im Prinzip oder Monate verheiratet, nicht? Also man muss ja sehen, dass man gut miteinander die Sache zu Ende bringt. Und das ist ja nicht immer ganz einfach, nicht? Und vor allen Dingen, wenn man eben, weiß ich nicht, wenn da eben eine Menge Jungs sind, so 15, 16, 14, 15, dann ist das natürlich nicht so ganz einfach, die A zu koordinieren und dann auch noch denen beizubringen, dass sie eigentlich eine Arbeit machen müssen. Nicht? Das ist ja, in dem Alter ist man das ja nicht gewöhnt. Nicht? Und sie haben das eher als Abenteuer verstanden. Nee, das habe ich schon als Arbeit verstanden.
Also weil auch, man muss sich auch vorbereiten, ne? Und man muss den Text lernen. Und man merkt natürlich am nächsten Tag, wenn man sich nicht vorbereitet hat und man hat einen Hänger nach dem anderen, dann muss man abends in sich gehen und sagen, heute muss ich mal den Text für den nächsten Tag lernen, sonst ist das wie gestern und dann wird es ein schwieriger Tag für mich. Wie lange haben die Dreharbeiten insgesamt gedauert? Ich glaube, das ging so über 2,5 Monate oder so. Und am Stück? Ich glaube ja, ein Teil davon war in den Schulferien, wie ich weiß, und ein Teil eben in der Schule. Das heißt, also man musste dann auch noch den Schulstoff irgendwie auch noch so ein bisschen aufarbeiten. Fiel dann die Schule aus? Oder? Ich bekam dann frei und dann musste das aber trotzdem nachgeholt werden. Und da gab es dann auch die Ämter, die haben darauf schon geachtet. Also Sie wissen ja, Kinderarbeit ist ja verboten. Und auch das ist heute nach wie vor, also im jetzigen Bereich nach wie vor ein Thema, dass die Kinder also wirklich zeitlich auch limitiert sind. Und da wurde schon drauf geachtet und von der Schule eben auch. Sonst sagen die beim nächsten Mal, also mit den Leistungen gibt's keinen Tag mehr frei. Nicht? Gab es Leistungseinbrüche in der Schule oder konnten Sie das gut wegkriegen? Naja, ich sag mal, ich schwamm in der Schule ganz gut mit. Aber das war auch die Voraussetzung, um wirklich dann auch frei zu bekommen. Nicht? Weil Sie können das ja nicht undercover machen. Naja. Sagen, ich hatte jetzt mal 14 Tage Schnupfen und dann sehen die 4 Wochen später irgendwas im Fernsehen und sagen, Moment mal, da hat sie doch Schnupfen. Also das funktioniert nicht. Ne? Also da muss man schon mit offenen Karten spielen und das ist auch in Ordnung, finde ich. Also, wie haben Ihre Klassenkameraden auf den Kinderstar reagiert? Gar nicht. Das waren Klassenkameraden. Und das war auch irgendwie ganz toll, weil da wurde man nicht auf so einen Sockel gestellt, sondern das waren meine Kumpels. Und die haben gesagt, ja, der ist doch öfter mal im Fernsehen, aber das ist ja eigentlich unser Kumpel hier. Und wie sah Ihr Briefkasten aus? Ich kann mir vorstellen, dass viele... Naja, Sie meinen jetzt sicherlich waschkörperweise Fanpost. Ja. Es gab natürlich Fanpost, klar, und ja, die wurde dann auch bearbeitet und mit einem zeitlichen Verzug dann irgendwie rausgeschickt. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, als hätte Elvis jetzt gerade sein Konzert gegeben. Und so extrem ist es nicht. Wie haben Sie das als Kind oder als Jugendlicher wahrgenommen, dass plötzlich Sie so im Rampenlicht standen? Es gab ja auch Presseveröffentlichungen in den bekannten Jugendzeitungen, in Bravo, in den Funkzeitschriften. Richtig. Naja, der Tiger, auf dem man sitzt, den muss man reiten. Nicht? Und man hat ja auch eine gewisse Vorstellung entwickelt man ja dann und sagt, okay, das könnte ja vielleicht für mich etwas sein, was vielleicht in Zukunft auch mein Beruf werden kann. Also ich denke, man muss da auch wirklich mit einer Ernsthaftigkeit reingehen, auch schon als Kind, sonst ist das so eine Larifari-Geschichte und die führt irgendwann da knickt man dann irgendwann ein. Also das muss man schon ziemlich zielgerichtet verfolgen. Hatten Sie damals in dem Alter ein Idol, ein Vorbild, dem Sie nachgeeifert haben? Gab es, abgesehen von Ihrer Tante Grete Weiser, jemanden, den Sie als Schauspieler bewundert haben und so gesagt haben, so möchte ich auch vor der Kamera oder auf der Bühne agieren? Eigentlich nicht. Also das ist ja auch eine Frage. Also wenn man als Jugendlicher sowas macht, dann gibt es da nicht so eine Leitfigur, dass man sagt, ich will jetzt so werden wie der oder der. Also man guckt sich so ein paar Sachen ab, denke ich mal. Man klaubt sich so ein paar Sachen zusammen und sagt, ach, das ist toll, wie der das macht und vielleicht kann ich das mal irgendwie übernehmen. Mhm. Aber ich denke, man wird durch das Ganze irgendwie geformt dann. Hat Ihre Tante denn, die Grete Weiser, ein bisschen Einfluss genommen? Hat sie Ihnen Tipps gegeben oder hat sie Sie ermutigt? Die hat das zur Kenntnis genommen und nickte dann auch, aber das war für die auch irgendwie eine andere Welt. Die war so ein bisschen, die war ja auch mehr ein Theaterstar und Fernsehen fand die, glaube ich, ganz gut, aber die hat nicht gesagt, also mach das mal so und so, sondern die gehörte zur Familie. Nicht? Und da ist der Umgangston auch eben ein anderer. Nicht? Also das ist nicht eine, die kommt daher und sagt, das war nie der Fall. Ne? Die Serie Alles dreht sich um Michael und auch die anderen Jugendserien von Alfred Greven erfreuen sich ja nach wie vor großer Beliebtheit. Mhm. Und die Internetforen, in denen diese TV-Klassiker dargestellt werden, zeigen ja auch, dass ein großes Interesse daran besteht, diese Sendung zu wiederholen oder wie wir es jetzt eben machen, auf DVD herauszugeben.
Worin glauben Sie, liegt dieser Charme dieser Serien und worin liegt die Faszination, dass nach mehr als 40 Jahren so ein großes Interesse immer noch an dieser Serie besteht? Naja, wir haben ja alle irgendwie so, vielleicht so ein, wollen so eine kleine Zeitreise machen. Also wir wollen eigentlich so wissen, wie war das eigentlich vor 40 Jahren? Nicht? Und es waren ja, im Prinzip waren es die 68er. Ne? Es kam genau zu diesem Zeitpunkt hin und während wir drehten, passierte das, also dass Benno Ohnesorg erschossen wurde. Also das war an dem Drehtag passierte das am Abend. Und die ganzen Geschichten mit den Schar-Demonstrationen und sowas, das fand ja alles zu dem Zeitpunkt statt. Das spiegelt sich natürlich nicht in der Serie wieder, gar keinen Fall. Aber ich denke mal, und ich finde es auch ganz legitim, dass Leute sich der Vergangenheit erinnern. Sie sammeln. Hier wird viel gesammelt in dieser Wohnung. Man fährt alte Autos, man kauft alte Uhren, man kleidet sich vielleicht so, ich weiß es nicht. Also es besteht sicherlich irgendwie ein Hang zur Nostalgie. Und diejenigen, die damals eben auch Jugendliche waren und die sagen sich, ach nein, das war irgendwie, ich kann mich daran erinnern und da gucken wir doch mal rein und das finde ich irgendwie vielleicht ganz spaßig. Insofern denke ich, ist es durchaus legitim, dass man also die, nicht nur die Sachen eben wieder aufleben lässt, sondern sie auch irgendwie konsumiert. Angenommen. Weil sie doch eine schöne alte Zeit in irgendwie, es war ein Leben ohne Probleme. Also wie diese Serien aufgebaut waren. Nicht? Also es gab da sicherlich die kleinen häuslichen Probleme, aber es wurde nicht irgendwelche große Weltdramatik in diesen Serien nachvollzogen. Sie als Medienprofi, wenn Sie jetzt die Aufgabe bekämen, diese Serie nochmal neu zu drehen, würden Sie es ähnlich inszenieren oder würden Sie sagen, das muss ein ganz anderer Ansatz her? Also ich glaube, da muss wirklich ein ganz anderer Ansatz her, weil ich denke einfach, die Themen haben sich verändert. Und die Jugendlichen sind auch durchs Internet und die können in jeden Shop gehen und sich die DVDs holen. Die haben eine andere Erwartungshaltung. Die werden das nicht mehr, also es müssen andere Ansätze sein und es muss auch irgendwie spannender sein und aufregender. Und weil es ist... Muss es das wirklich? Vielleicht ja, ich ja. glaube doch, in 40 Jahren ist doch eine Menge passiert. Und selbst die richtigen großen Kracher aus Hollywood, die stürzen teilweise an der Kinokasse ab, weil das haben die Kids alle gesehen. Die wollen es nicht sehen. Die wollen was anderes sehen. Die wollen ständig was Neues haben. Und das Internet tut ein Übriges dazu. Ja, aber es ist ja auch nicht dauerhaft steigerbar. Sie können ja nicht noch mehr Action machen und noch mehr und noch mehr. Irgendwann muss ja auch mal das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Und was wir noch festgestellt haben, das haben uns viele Zuschauer berichtet, die die ersten Sachen jetzt gesehen haben aus dieser DVD-Edition, dass sie auch mit ihren eigenen Kindern ja. diese Serien schauen, wie damals eben unsere Eltern das mit uns geschaut haben und sagen, dass die Kinder eigentlich die Sachen sehr angenehm aufgenommen haben. Manchmal gab es irritierte Blicke, wenn zum Beispiel Lehrer etwas autoritärer auftraten, als sie das heute tun. Aber im Großen und Ganzen wären die Geschichten gar nicht so weit weg. Und die Kinder hätten durchaus sich in den Plot, wie man heutzutage sagt, ja. hineindenken können. Vielleicht ist manches eben schon ein bisschen überkommen, aber ungeachtet dessen sagen viele, es hätte den Kindern gut gefallen. Die ruhigen Erzählungen, die auch sehr ruhigen Kameraeinstellungen, keine schnellen Schnitte, alles nicht so hektisch, wie das heute gemacht wird. Vielleicht gibt es auch eine gewisse Renaissance einmal, wo diese... Vielleicht wäre das die Umkehr, ja, vielleicht durchaus möglich, ja. Weil es stricken ja sehr viele Leute an einer Sache rum, um es als Serie mal im Fernsehen wirklich rauszubringen und dass es auch konsumierbar ist. Und was hat Ihre eigene Tochter denn zu den Jugendaufnahmen von Ihnen gesagt? Na, die findet das ganz lustig. Das ist ja auch, also die lacht sich darüber tot, wie man eben vor 40 Jahren ausgesehen hat. Nicht? Also man, für Kinder denken, die Kinder denken ja mal, die Eltern sind schon erwachsen auf die Welt gekommen. Also die findet das total lustig. Nicht? Die würde sich auch, glaube ich, sowas nicht mehr heute so ansehen. Also ich denke mal, die wird mal reingucken, weil aus Interesse, wie hat der Vater das damals ja gemacht.
Aber ich glaube, das ist nicht die Zielgruppe. Was Sie sagen, ist, dass Eltern mit ihren Kindern sich das anschauen. Das finde ich ganz gut. Und das ist ja auch das, was im Kino im Prinzip heute verfolgt wird. Wir wollen einen Plot haben, Ice Age, Schreck. Wir wollen einen Plot haben, wo die Eltern mit ihren Kindern gehen. Wir wollen die Zielgruppe von, weiß ich nicht, von 0 bis 60 haben. Und das wäre natürlich ganz toll, wenn man das fürs Fernsehen umlegen kann. Nur ich glaube, die Gesetzmäßigkeiten sind einfach andere heute. Mhm. Was würden Sie sich wünschen vom Kinder- und Jugendprogramm heute? Sie als Vater auch? Schmissige Sachen. Also ich fände schon, also die müssen richtig unterhaltsam sein. Und die müssen spritzen und die müssen lustig sein. Und es gibt ja eine ganze Reihe sehr guter Produkte. Und es müssen ja nicht immer Mangas sein, sondern es gibt sicherlich sehr, sehr tolle Kinderprogramme, die teilweise sicherlich auch im Sendeschema irgendwo auch untergehen, leider. Mhm. Nicht? Aber irgendwann, die Programmvielfalt wird ja immer größer. Insofern werden wir sicherlich auch eigene Channels haben, die nur sowas haben. Mhm. Wie war das eigentlich damals, als diese Serie fertig war und dann ausgestrahlt wurde? Haben Sie denn vor dem heimischen Fernseher diese Sachen dann auch zum ersten Mal gesehen? Ja, also weil so Vorführung und so ein Screening und sowas, das gab es nicht, weil das verschwand in irgendwelchen Schneideräumen und das bekam man also nie zu Gesicht. Und das war so, dann saß man dann und hat sich das dann um Familie angeschaut. Viele Menschen können sich ja selbst nicht auf dem Bildschirm sehen oder auch nicht hören. Haben Sie Probleme damit? Nee, nicht. Aber ich weiß das aus meinem Job. Also wenn ich Filme nachsynchronisieren lasse, also deutsche Produktionen, wo also deutsche Sprecher sind und wo der Ton schlecht ist oder wo man den Text ändern will. Auch solche Bearbeitungen mache ich ja, wo ich also deutsche Produkte verändere oder nachvertone im weitesten Sinne. Da gibt es also viele, die können sich nicht auf der Leinwand sehen. Die sagen, Gottes Willen, was habe ich da gespielt? Ich sage, nee, das ist schon ganz gut. Kommen Sie mal runter. Das ist wunderbar, weil das passt hier in den Film rein und das ist genau die Rolle. Machen Sie mal jetzt Ihre Nummer hier, so wie Sie damals waren und kommen Sie da und. Aber es ist echt ein Problem. Viele können sich nicht sehen und nicht hören. Mhm. Gab es eigentlich bei Alles dreht sich um Michael auch solche Nachsynchronisationen? Ganz wenig. Ganz wenig. Ich erinnere mich, also wenn. Immer der klassische Fall, sie drehen draußen und sie haben eine wunderschöne Szene, die geht, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Minuten mit tollen Kamerafahrten und so. Und bei den letzten drei Sätzen kommt dann, weil es war ja auch in der Nähe des Flughafen Tegels, kommt dann die Pan Am damals darüber, sodass die letzten Sätze nicht zu verwerten waren, weil einfach der Fluglärm zu laut war. Dann haben wir die an Ort und Stelle nachgesprochen. Also wir sind gar nicht an Ort und Stelle? Ja, also wir haben gesagt, spiel das nochmal nur für den Ton jetzt. Ach so. Da haben wir dann drei Versionen gemacht und dann kam das also vom Rhythmus her und von der Geschwindigkeit her schon ganz gut hin. Das macht man heute aber nicht mehr so, nicht? Also ich denke mal. Naja, ich sag mal, das ist so die billige Variante. Heute würde man dann ins Studio gehen und macht das dann sehr professionell. Apropos billige Variante, diese ganzen Serien von Alfred Greven wurden ja ausschließlich in Berlin und da auch schwerpunktmäßig in Spandau gedreht. Ich glaube ja. Ja. Mhm. Das war ja wahrscheinlich auch ein Kostenaspekt. Dass man so ich glaube, da gab es damals so eine Steuerförderungsmöglichkeit, die das etwas begünstigte. Und das führte auch dazu, dass eben solche Produktionen dann hier gemacht wurden. Das heißt also, die Darsteller wurden in der Regel dann auch aus Berlin genommen? Ich glaube nicht, dass irgendwie Darsteller von außerhalb kamen. Also ich denke mal, Berlin hat ja auch da für sowas ein enormes Potenzial. Also insofern denke ich mal, war, glaube ich, keiner von außerhalb dazugekommen. Gab es denn eigentlich damals ein richtiges Casting für diese Hauptrolle in der Serie? Doch, da gab es ein Casting. Ich kann mich da erinnern. Da haben wir irgendwie so eine kleine Szene nachgespielt. Und da waren, glaube ich, mehrere Jungs damals dafür da. Und irgendwie war das aber auch schon so mehr oder weniger auf mich zugeschnitten. Wer hat letztendlich die Entscheidung gefällt? Naja, Greven war ja immer einer, der bot dem Fernsehen was an.
Nicht? Der sagt, also der hat jetzt bei mir da gespielt und ich könnte mir jetzt vorstellen, also ich habe da so eine Serie und stellen Sie sich das mal vor und dann liefert der so ein bisschen Material dazu und dann kann man die Entscheidenden beim Fernsehen davon überzeugen, dass seine Marschrichtung dann die richtige ist. Ne? Heute ist das sicherlich sehr viel komplizierter, und weil viel mehr Leute reinreden und Sie wissen ja, wir wollen überall ein tolles Rating haben und dann müssen wir also die Figur noch und den und der war jetzt in der Talkshow neulich und den müssen wir noch nehmen. Und wir machen ja ein, wir bringen ja Dinge zusammen, die vielleicht gar nicht zusammengehören, aber sie sind eben halt sehr publikumswirksam. Haben Sie nach Abschluss der Dreharbeiten eigentlich noch Kontakt zu Ihren anderen Schauspielkameraden gehalten? Ganz wenig. Irgendwie traf man sich mal Jahre später oder begegnete sich. Aber im Prinzip ist da außer zu Pierre Peters Arnolds, der ja in der, ja, der, ja, der war ja, genau, der spielte den Dicken mit der Ringelbadehose. Genau. Ah ja, genau. Pierre Peters Arnolds, den kenne ich natürlich jetzt noch durch meinen Job. Pierre hat eine Synchronfirma in München und wir begegnen uns natürlich beruflich ab und an. Und sonst, es sind ja auch nicht viele im Business geblieben. Die meisten sind ja, haben ja andere Berufe später ergriffen. Was die schauspielerische Arbeit anbelangt, gab es irgendeine Rolle, die Sie gerne gespielt hätten? Naja, ich habe ein bisschen durch mein Studium damals vielleicht ein bisschen den Anschluss verloren. Und bin dann auch... Es war ja dann so die Zeit der sozialkritischen Serien, die dann gedreht wurden. Und vielleicht durch meine Art einfach, dass ich relativ positiv rüberkomme, war das nicht mehr so ganz mein Fall. Ich habe da mal noch so eine Knastserie gespielt und so. Aber da merkte ich so, das ist nicht mehr so ganz mein Bier. Und deshalb habe ich mir dann auch gesagt, okay, ich will was. Und Synchronisation oder Synchronisieren hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt gehen wir mal wirklich in die Richtung, und weil das ist eine sehr interessante Aufgabe. Sie machen ja nicht nur Regie, sondern sprechen auch noch selbst. Können Sie mal ein paar Rollen nennen, die Sie stimmlich verkörpern? Ja, ich bin zum Beispiel von Monty Python Michael Palin. Und Michael Palin kennen Sie ja sicherlich aus Verschlammes Wanne, kennen, der ständig stottert. Also das sind so meine Rollen, die ich ganz gerne mache. Können also Sie mal so ein bisschen ihn nachmachen jetzt vor der Kamera? Oder? Mein Name ist Ken. Ja, also das war so der Standardsatz. Ich spreche in fast allen meinen Produktionen irgendwelche Rollen, und wenn es dann auch nur der Nachrichtensprecher ist. Aber ich bin immer in meinen Produktionen vorhanden, ich spreche auch andere Rollen. Sie sprechen ja so, wenn wir ganz normal miteinander sprechen, deutlich berlinerisch. Das hört man zwischen den Zeilen. Richtig. Fällt es dann schwer, wenn man die Synchronarbeit machen muss, auf Hochdeutsch umzuschalten? Überhaupt nicht. Also das sind so zwei Dinge, die können Sie total trennen. Wobei ich auch sagen muss, die Umgangssprache nähert sich ein wenig dem Berlinerischen an, weil man verschleift ja und man lässt ein paar Endungen weg. Und so wird ja heute auch in Filmen gesprochen. Nicht? Also Berlin ist nicht gerade unbedingt ein Hemmschuh für eine gute Synchronisation. Also einfach die Art und Weise, wie es übertragen wird. Also im Bayerisch wäre schon etwas schwierig, das auszumerzen. Ne? Ja, ich fand es sehr spannend, mich mit Ihnen zu unterhalten. Fand auch Ihre Erinnerungen, die Sie an die Serie damals haben, sehr interessant und spannend. Bedanke mich herzlich für das Gespräch. Jederzeit. Und wenn Sie noch etwas anfügen müssen, was ich vergaß zu fragen, haben Sie mit Nein, ich wünsche Ihnen viel Glück mit der Herausgabe der DVDs, weil das ist ja auch ein Business. Und ich wünsche jedem, der in diesem Bereich tätig ist, wirklich nur das Beste. Und Ihnen mit der Vermarktung wirklich alles Gute. Ja, herzlichen Dank, Dr. Oskar.